Stadt von Ansbach ist abgeriegelt. Polizei und Feuerwehr bringen hunderte Anwohner, Hotel- und Konzertbesucher in Sicherheit. Kurz nach 22 Uhr hatte die Explosion die Stadt erschüttert. Plötzlich hat man einen lauten, extrem lauten Schlag gehört. Ich bin dann von dort weggelaufen. Es sind aber sofort Menschen an mir vorbeigelaufen, die gesagt haben, da ist ein Rucksack explodiert. Definitiv ist es ein Rucksack explodiert, da hat sich jemand in die Luft gesprengt. Das Konzert, auf dem Sänger wie Joris, Philipp Dittberner und Gregor Meile aufgetreten waren, wurde sofort abgebrochen. Wir gehen derzeit davon aus, dass die 10 Verletzten leicht bis mittelschwer sind. Wir haben keine Schwerverletzten zu beklagen. Gegen 2 Uhr in der Nacht dann die ersten Hinweise, dass es vermutlich ein Anschlag eines Einzeltäters war. Eine Gasexplosion kann man definitiv sagen, dass nein. Sondern es ist offensichtlich ein Sprengkörper gewesen. Und der Tote soll der Mann sein, der den Sprengsatz gezündet hat. Ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien. Jetzt soll geprüft werden, ob es sich bei der Tat um einen islamistischen Terrorakt handelt.